Am 22. Februar 2008 wurde die Sanierung der ehemaligen Offiziersschule in Kamenz offiziell beendet. Mit einem Festakt ist die Umwandlung der Militärliegenschaften in zivile Immobilien begangen worden. Knapp 10 Jahre dauerte das Vorhaben, bei dem alle Gebäude grundhaft saniert, sowie fast 17.000 Quadratmeter Straße, 9.000 Quadratmeter Gehwege und mehr als 13.000 Quadratmeter Grünflächen angelegt wurden. Heute nutzt ein Großteil der Liegenschaften das Landratsamt Bautzen. Übrigens, Ehrengast der Veranstaltung war damals der ehemalige Kosmonaut Sigmund Jähn. Eine Bronzebüste von ihm wurde zum Abschluss der Baumaßnahmen in das Foyer des Statistischen Landesamtes zurückgebracht. Sie war bereits 1979 in der Offiziershochschule nach dem Weltraumflug Jähns enthüllt worden. Der erste Deutsche im All hatte 1955 in Kamenz das Fliegen gelernt. Haben wir das Fliegen gelernt und natürlich haben wir auch Kamenz ein bisschen, wie das so ist, wenn man 18 Jahre alt ist, nicht unsicher gemacht, aber ich erinnere mich an Spaziergänge auf dem Hutberg. Ich hatte mir eine Freundin angelacht in Bautzen, die kam dann nach Kamenz. Es waren schöne junge Jahre.